Musikproduktiv und Musetalk TV präsentieren den Webcast von der Musikmesse 2012. Hallo und herzlich willkommen zum Messecast 2012 von der Frankfurter Musikmesse, präsentiert von Musetalk TV und Musikproduktiv. Neben mir ist hier der Stefan und der glaubt, er hat eine Innovation für Gitarristen, ne Stefan? Würde ich so sagen, ja, auf jeden Fall. Das ist ein Produkt, bei dem man bei quasi aufgerissenem Gitarrenamp zu Hause Gitarrenaufnahmen machen kann, ohne Lärm zu verursachen oder die Nachbarn zu nerven oder was weiß ich. Und ich kenne jemanden, der sowas schon bei sich im Studio zu Hause nutzt. Das bin ich. Echt? Ja. Du hast so eine Kiste von mir? Nee, ich habe eine bauen lassen. Ach so, okay. Also von daher ist das Prinzip mir schon bekannt. Das macht absolut Sinn. Weil egal, was es da an Modeling gibt und bla bla bla, ja, am Ende des Tages ist das natürlich nicht nur gut für Home Recording, sondern mittlerweile wird das ja auch viel für Live-Gigs benutzt. Ne? Beziehungsweise auch im Studio bei Live-Recordings. Du kannst mit der ganzen Band komplett aufnehmen und hast natürlich kein Übersprechen aus dem Gitarrensignal in die Overheads zum Beispiel, vom Schlagzeug und so weiter. Genau. Also bei meiner Sparbox, die ich habe. Ja. Die sind nicht so schön und so groß wie deine. Ich habe also nur ein Mikrofon drin und auch eine einfachere Konstruktion. Ja. Kannst du mal zeigen, was du hier gebaut hast? Ich kann euch zum Beispiel mal die Besonderheit hier auch noch zeigen. Das gebe ich nicht her. Okay. Nämlich die Speaker-Wechseloptionen. Und zwar kann man mit ein paar Handgriffen den Lautsprecher austauschen. Was natürlich dann witzig ist, wenn man ein paar Schätzchen daheim hat. Augenblick. So. Und schon ist die Kiste hier quasi rausgebaut. Sehe schon, du hast das Thema auf ein neues Niveau gehoben. Das geht bei mir nämlich nicht. Ich habe eine Celestian drin und da bleibt es. Ja, genau. Ich könnte auch einen Bass-Speaker reinbauen. Jetzt machen wir aber noch Folgendes. Halt mal dein Mikrofon dahin, bitte. Also da muss ich sagen, die Lautstärke-Dämpfung ist deutlich höher als das, was ich da zu Hause habe. Ja, das eben, hat der Profi gemacht. Ah, okay. Gut, und dann sehe ich hier noch, was ich auch ziemlich scharf finde, was bei uns, bei mir, ich habe ein Schwanenhals-Mikrofon drin. Ist ein bisschen labil, kämpfe ich immer mit. Was ich hier gut finde, ist, dass ich mir hier auch die Position merken kann. Ne? Ja, also, aber hier nicht, ne? Den Winkel hier nicht. Ne? Leider nicht, na, das geht nicht. Also gerade wenn man Speaker gewechselt hat, muss man halt hinterher gucken, dass man wieder die richtige Position findet. Aber das sollte nicht so kompliziert sein, sag ich mal. Und bei dir kann man auch Stereo-Gitarren aufnehmen, sehe ich. Nämlich mit zwei Mikrofonen. Ja, das ist ja nicht Stereo wirklich. Aber das war ein Scherz. Du hast dann Stereo, wenn du die Phasen verdrehst. Dann hast du aber ein ganz übles Stereo. Nee, du kannst einfach zwei Mikrofone mischen, wenn es verkabelt ist mit zwei verschiedenen Mikros, die auch verschiedene Charakteristik bieten. Dann hast du auch, kannst du auch mischen. Du kannst sagen, du machst nur das eine Mikrofon oder eine Mischung aus beiden. Also hast du quasi gleich von vornherein schon mal. Das ist ja das, was man im Studio auch eigentlich macht, ne? Drei Sounds sozusagen direkt abrufbar. Cool. Jetzt das Einzige, was ich da als Wermutstropfen leider sehe, das sieht aus, als wenn das massiv und schwer ist. Ist dem so? Ja, so ist es, aber von nichts kommt nichts. Also es ist, der Deckel wiegt ungefähr 15 Kilo. Ich kann aber so heben, also es funktioniert noch. Ja, aber so dämmt es. Wenn ich jetzt da irgendwie einen Kompromiss eingehe und sage, ich mache da eine dünne Wand oder sowas, ist das völlig witzlos. Also meinem ist sogar so, dass die Flügelverschlösser mal klappern und rappeln. Ne? Das macht natürlich keinen Spaß. Das kann hier nicht passieren. Da ist überhaupt nichts dran, was rappeln kann. Also ist völlig durchdacht, die Kiste. Du bist ein richtig durchdachter Typ. Das ist ja geil. Was kostet denn dieses durchdachte Produkt? Die Kiste kostet ohne Lautsprecher 459. Da ist ein Mikrofonarm dabei und ein Speaker, Celestian, ungefähr 100 Euro. Den muss ich aber separat dazu kaufen. Ne? Kann man bei mir dazu kaufen, kann man dazu bestellen oder seinen eigenen benutzen, den alten, gebrauchten, eingespielten. Und man kann Bass-Speaker noch reinhängen über diese Wechseloption. Ja. Da muss ich mich revidieren. Dieses Video, Stefan, wird für dich nicht umsonst sein, sondern du musst mir einen fetten Rabatt dafür, dass du das dann auch auf deine Homepage stellst. Nee, super, klasse, danke, Stefan. Alles klar. Okay, ich danke auch.